In diesem Video zeige ich dir, wie du eine Mango schneiden kannst. Wenn du jetzt eine Mangofolie liegen hast und nicht genau weißt, wie du diese schneiden sollst, ist dieses Video genau das Richtige für dich. Du brauchst auf jeden Fall ein scharfes Messer und schneidest jetzt als erstes oben ein Stück ab und auch unten ein Stück ab. Jetzt kannst du die Mango ganz einfach auf eine der Schnittflächen stellen und sie hat einen guten Stand und fällt dir nicht ständig um. Jetzt schneidest du einfach rechts und links vom Kern die Mango quasi in drei Teile. Du kannst jetzt danach auch noch seitlich um den Kern herumschneiden, damit du noch ein bisschen mehr von dem Fruchtfleisch genießen kannst. Den Kern kannst du dann ganz einfach entsorgen, weil der ist natürlich nicht genießbar. Ich habe die Mango jetzt vorher nicht geschält. Das kannst du natürlich machen, dann musst du sie jetzt nur noch in kleine Stücke schneiden, je nachdem wie du sie haben möchtest. Aber es gibt auch noch einen ganz anderen Trick, der optisch auch noch wirklich gut aussieht, wenn du die Mango irgendwie präsentieren möchtest. Dafür lassen wir sie eben ungeschält, schneiden sie, wie du hier gesehen hast, in mehrere Teile. Und jetzt nimmst du wieder ein scharfes Messer und schneidest die Mango in der Schale in kleine Stückchen. Das heißt, erst machen wir einmal Längsschnitte, aber am besten nur durch das Fruchtfleisch und nicht durch die Schale. Das kannst du eigentlich ganz leicht fühlen, wenn du mit dem Messer durchgehst. Und das Ganze dann, wie gesagt, einmal quer, einmal längs, sodass du dann richtig viele schöne, kleine, mundgerechte Stücke hast. Diese sind jetzt natürlich noch in der Schale, doch der eigentliche Trick kommt eben genau jetzt. Und zwar nimmst du einfach die in Teile geschnittene Mangohälfte und klappst sie einfach um. Dadurch fungiert die Schale wie so eine Art kleiner Teller und du kannst die kleinen mundgerechten Stücke ganz einfach herausschneiden und essen. Falls dir das Video beim Mangoschneiden geholfen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, falls du eine andere Methode zum Mangoschneiden bevorzugst. Und lass unbedingt auch ein Abo da, damit du keines der neuen Videos mehr verpasst.